Ganz schnell noch ein kleines Update zu Alaun-Batterien. Wir haben jetzt mal einen Direktvergleich gemacht. Wir haben zwei identische Solarbatterien gekauft und 20 Amperestunden haben die eine auf Kali-Alaun umgerüstet. Das Mischungsverhältnis war 3,75 Liter destilliertes Wasser auf 880 Gramm Alaun. Und im Gegenzug dazu haben wir auch eine mit Ammonium-Alaun gemacht. Genau dasselbe Verhältnis, 3,75 Liter auf 880 Gramm. Ja, und diese Mischung dann, so viel wie reingepasst hat, dann hier reingefüllt. Also war dann noch ein bisschen was übrig, alles hat nicht reingepasst, aber nur, dass ihr dann das genaue Mischungsverhältnis mal habt, um das irgendwie mal nachzubasteln und zu verifizieren. Unsere Tests haben gezeigt, dass das Ammonium-Alaun, das was praktisch der John Bedini vorgeschlagen hatte, wirklich um 30% besser ist. Also da kommt im großen Belastungstest 30% mehr raus. Unseren großen Belastungstest, das sah bei uns wie folgt aus. Wir haben beide Zellen mit einem ReEMF-Charger geladen, bis nichts mehr reingegangen ist. Also bis die Voltzahlnummer sehr gestiegen ist, bis auf 15,3 bis auf 15,4 Volt haben wir sie gehabt. Und dann haben wir einen 1000 Watt Wechselrichter angeschlossen und haben geguckt, wie lange das geht. Ne, auch wenn jetzt bei einer 100 Amperestunden Batterie man vielleicht denkt, gut, 100 Amperestunden eine Stunde lang, das ist in der Theorie so, in der Praxis ist das ganz anders. Ne, da ist normalerweise ein Zehntel C oder ein Zwanzigstel C ist empfohlen vom Ladestrom, was man entnehmen darf und soll, dass die Ampere wirklich drin sind, was hier draufsteht. Wenn jetzt hier 120 Amperestunden draufsteht, wäre eigentlich der optimale Endladestrom 12 Ampere. Ja, und da sind wir mit hier 1000 Watt Inverter so bei 100 Ampere. Das geht vielleicht, ja, normale Batterie so 5 Minuten lang, wenn ungefähr, wenn überhaupt, oder 10 Minuten. Und bei einer Bleisäurebatterie sind dann höchstwahrscheinlich die Platten hinüber, nachdem man das gemacht hat ein paar Mal. Hier bei dem Alaun nicht. Und dass das funktioniert, das möchte ich euch nochmal ganz kurz demonstrieren. Das wird kein ewig langes Video diesmal. Das ist an, das ist auch an. Den müssen wir hier anschalten, damit hier der Softstart ordentlich reingehen kann. Und dann läuft's. Jo, unsere ersten Tests mit einem, so einem Heizlüfter hat man da dran gehabt. Die haben gezeigt, dass sie 6 Minuten lang durchgehalten hat, bevor der hier angefangen hat mit Piepen. Ne, da ist die noch lang nie alle und das Piepen hier drinnen, das können wir vielleicht noch überbrücken. Und dann würde man noch ein paar Minuten mehr rauskitzeln, weil die Alaun-Batterien, ihr wisst ja, die haben eine halbwegs lineare Entladekennlinie. Da ist auch unterhalb von 11 Volt und 10 Volt amperemäßig noch richtig was los. So, das war der Zwischenstand zu den Alaun-Batterien. Bis später.